habe ich meinen ganzen Wortschatz an Französisch schon verschleudert. Bonjour, comment ça va? Ja, wir müssen Französisch sprechen heute Nacht, ne? Un popo, also ein petit bisschen. Un petit peu. Ja. Ah ja, popo ist doch was anderes. Popo ist ganz anders, ja. Ach! Ach ja! Jetzt werde ich zur Rothaut. Nun, ich freue mich wirklich, dass Sie Zeit gehabt haben. Ich auch. Wahnsinn, wie fange ich mich denn jetzt wieder? Lassen Sie uns ernst werden. Warum? Sie kommen aus Frankreich? Ja, das ist ganz neu, sehr interessant. Ja, und? Es ist, ja, sehen Sie, das ist das Schöne an einer Live-Sendung. Sagen Sie mal, Sie haben ja außer diesen Winnetou-Filmen unglaublich viele Filme gedreht. Sie haben im Schatten von Eddie Constantin begonnen. Ja, das ist wahr. Das war lange her, in Frankreich. Ja. Und wie ging's denn dann weiter? Wissen Sie, ich bin ein Schauspieler. Ernst. Ich bin ein Schauspieler, der in Frankreich viele Filme gemacht hat, in Italien auch. Ja. Auch in Deutschland, wissen Sie, ja. Alemannia, ja. Oui. Ja. Und bin ich hier heute, um darüber zu sprechen. Ja. Schauen Sie, die können nicht mitlachen, die warten auf Fragen. Wir müssten Sie endlich mal was fragen. Frage 1, wie hieß das Pferd von Winnetou? Voulez-vous pressant le Stopptaste? So, wer ist drauf? Also, Sie beginnen, Heidi. Inchi, jawohl, ist ein, genau. Punkt. Stimmt das? Ja, stimmt. Gut. Ja, stimmt dann. Er ist Franzose auch. Er ist auch Franzose. Ja. Petit Cheval. Kleines Pferd. Kann ich, Cheval, spiel auch Roulette. So, Frage 2. Nicht nachhören, bitte. Nein, schön. Frage 2. Der Winnetou hat ein Gewehr. Wie heißt das? Silberpfeil. Also, Stopptasten auf. Weg von der Mercedes-Werbung. Wie ist das Pferd wirklich? Ja, drücken Sie es. Pferd. Ja. Ah, nein. Die Büchse. Le petit français sur le bord. Büchse. Wie heißt die Büchse? Silberbüchse. So, Frage 3. Ja. Wie heißt die Schwester von Winnetou? Suzanne. Nein. Was? Ja? Jawohl, und nicht Ho Chi Minh. Und Churchill. Völlig richtig. Ja. So. Also jetzt haben wir da ein Ergebnis. Ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir Zeit. Sagen Sie mir mal, heuer werden Sie wieder den Winnetou spielen. Ja. Wann ist Premiere? Ab Mai werde ich Winnetou auf der Bühne in Bad Segeberg spielen. Ja? Ja. Ja. Pierre Brice, ja. Merci bien. Für du? Das ist alles. Für die Generalprobe. Ich bin von Paris hier gekommen. Ja, aber. Und für viel Geld. Der Grund ist ja der, wir wollen die Zuschauer ja nur dazu verleiten, dass sie einen so großartigen Menschen. Das war wirklich sehr interessant. Wie den Pierre Brice. Wow. Besuchen bei seinem Karl-May-Festspiel in Bad Segeberg und ich gehe nach dieser Sendung in die ewigen Jagdgründe. Merci bien, Perry. Au revoir. Vielleicht bin ich auch Moderator. Ja, das glaube ich schon. Merci, au revoir.